ein ganz wesentlicher Rohstoff für Elektrofahrzeuge, aber natürlich auch für die Stahlproduktion, Rüstung, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und der größte Produzent weltweit von Nickel ist in Russland Nornickel. Nornickel, Sie sehen hier die Größenordnung, 236.000 Tonnen die Produktion, also Kilotonnen die Produktion. Und die sind damit noch größer als der Riese Vale in Brasilien. Und so, jetzt fällt Nornickel aus als Lieferant, weil die Welt will kein russisches Nickel mehr haben. Russisches Gas wollen wir schon nicht mehr, wir brauchen kein russisches Nickel mehr. Ergo fehlt hier eine Menge was. Also der Preis geht nach oben, muss er deutlich nach oben, weil ja Knappheit an diesem so wichtigen Rohstoff herrscht. So weit, so schlecht. Aber das, was wir an den Rohstoffmärkten in den letzten 48 Stunden gesehen haben, das sucht seinesgleichen. Denn wir gehen mal auf diese Grafik hier. Und das, was Sie hier sehen, ist etwas, was es in der Geschichte der Edelmetallmärkte so noch nicht gegeben hat. Wir haben hier den Nickelpreis, der so in den letzten Monaten knapp unter 20.000 Dollar pro Tonne lag, explodierte innerhalb von 2 Tagen auf 100.000 Dollar pro Tonne. Also der Preis hat sich etwa verfünffacht, innerhalb von wenigen Tagen vervierfacht, auf Sicht seit Anfang des Jahres verfünffacht. Das ist natürlich erstmal für die Industrie, die diese Dinge bräuchte, erstmal ein Riesenproblem, aber ein noch viel größeres, akutes Problem ist es für die weltweiten Rohstoffhändler, für die Zocker, für die Banken, für die Hedgefonds, für die Marktteilnehmer schlichtweg an diesem Markt. Warum? Was ist hier passiert? Warum ist der Preis so explodiert? Nun, es gibt viele, die auf steigende Kurse setzen, es gibt viele, die auf fallende Kurse setzen. Und in der letzten Zeit haben viele auf fallende Kurse bei Nickel gesetzt, weil man sagte, naja, Industrie wird nicht so toll laufen, außerdem ist der Preis eh zu hoch. Plötzlich geht der Preis deutlich nach oben. Und der schießt plötzlich immer schneller nach oben. Und die, die Short sind, also auf fallende Kurse gewettet haben, die machen das nicht nur mit eigenem Geld, sondern die machen das gehebelt. Man kann sich sagen, die haben nur 1.000 Euro eigenes Geld und geben aber, leihen sich noch 10.000 Euro dazu und geben dann ganz viel Geld da rein. Kleine Bewegungen bringen ihnen dann große Gewinne oder eben große Verluste. Mehr als sie eigentlich an eigenem Geld haben. Die können mehr verlieren, als sie tatsächlich selbst besitzen. Und das ist hier passiert. Diese Short-Seller haben dann ja, ihre Reserven, ihre Sicherheitsleistung, ihre Margin, die sie hinterlegt haben, wurde aufgebraucht durch die extrem steigenden Kurse. Daraufhin rufen dann die Börsen bei eben diesen Händlern an und sagt, Freunde, eure Sicherheiten sind aufgebraucht, überweist sofort binnen 2 Stunden entsprechend so und so viele Millionen Dollar. Ansonsten müssen wir eure Position zwangseindecken. Das heißt, wir müssen eure Short-Position am Markt einkaufen, egal zu welchem Preis. Und da so schnell so viele gar nicht so viel Geld beigekriegt haben, hat die Börse das getan, was sie tun muss, nach ihren Statuten und hat die oder entsprechend die Bankhäuser, die dahinter stehen, und haben die Positionen ihrer Kunden zwangseingedeckt und Notkäufe ausgelöst. Dadurch ging der Preis natürlich noch steiler nach oben. Die nächsten Anrufe kriegen ihn raus an die nächsten Kunden. Auch eure Sicherheiten sind nicht mehr ausreichend. Liefert sofort nach. Wie könnt ihr nicht? Dann müssen wir verkaufen. Und so kommt eine Lawine in Gang, die den Nickelpreis jetzt auf 100.000 Dollar innerhalb von 2 Tagen geschoben hat. Die Börse ist inzwischen ausgesetzt. Die London Metal Exchange, an der das stattfindet, die haben inzwischen den Handel mit Nickel eingestellt. Und diese Situation hier, die gab es ein einziges Mal in der Geschichte der, ich glaube, über 140 Jahre der London Metal Exchange. Das war 1985 in der sogenannten Zinnkrise. Da gab es eine ähnliche Entwicklung. Und damals war der Handel mit Zinn für 4 Jahre ausgesetzt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es hier auch der Fall sein wird. Hier wird man jetzt modernere und schnellere Lösungen finden. Aber eins ist klar: Hier kommen momentan zahllose Marktteilnehmer in größte Schwierigkeiten. Man kann sagen, sie gehen pleite. Das ist es, die gehen pleite. Und zwar von klein nach oben. Die Kleinen fangen an und dann rollt sich das nach oben hoch und dann sind plötzlich auch ganz große Namen davon betroffen. Und da wollen wir kurz mal drauf schauen.